Der Zufall wollte es, dass mein italienischer Kollege Boris Bianchera, mit dem ich auch sehr befreundet war, weil wir schon vorher zusammen als politische Direktoren gewirkt hatten, ein Abendessen gemacht hatte für den damaligen Innenminister Douglas Hurd. Der war nur ein paar Tage vorher Außenminister geworden. Er hat aber an seiner Zusage festgehalten und kam als Außenminister. Und der Boris empfing uns beide lächelnd und sagte: Die Mauer in Berlin ist gefallen. Woher wusste der das? Der wusste das, weil der Ehrmann die Frage gestellt hatte von dem italienischen Nachrichtendienst. Und den was Schabowski einfach hat er sofort nach Rom gemeldet, hat er sofort Bianchieri gemeldet. Der wusste das, also empfing uns und dann waren natürlich alle also wahnsinnig. Ich habe dem Hurd dann gesagt, also sie müssen unbedingt als erster westlicher Außenminister nach Berlin kommen, schon als Brite und so. Und wie können wir das jetzt hinkriegen, dass das schnell geht? Der hat ja noch gar nicht mal seinen Antrittsbesuch gemacht in Bonn. Und das sagt er, ja, das machen wir. Und dann am 16. Kam er erst nach Bonn und dann nach Berlin. Und da sind wir, ich holte ihn dann ab in Berlin in Tegel. Und da sind wir zusammen mit einem Hubschrauber auf den Vorplatz vom Potsdamer Platz geflogen. Das war ja Grenzgebiet damals. Und unglaubliche Mengen von Kameras, also sowas habe ich auch noch nie erlebt, und Journalisten und so weiter. Und wir wurden sozusagen in der Mitte nach vorne geschoben von diesen Journalisten und Kameraleuten. Und auf der anderen Seite kamen uns also auch Leute entgegen mit ausgestreckten Händen. Und Douglas sagt, das ist auch populär, und ergriff da ein paar Hände und so weiter. Und dann guckt der nach oben und dann war das ein Grenzer. Und das war natürlich unheard of, dass die Briten haben nie anerkannt, dass die Sektorengrenze da von DDR-Polizisten überwacht wurde. Er hat dann sagte, Gott sei Dank, es war kein Rechtsberater des Foreign Office dabei, aber es gab hinterher natürlich dann doch noch Hickhack darüber, weil es war tatsächlich ein Sakrileg, gegen das er verstoßen hat. Aber who cared? Und das war schon, dann sind wir noch zusammen, das Brandenburger Tor war noch nicht auf, sollte eigentlich auf sein, war noch nicht, sind wir noch mal entlang gegangen in den Kreuzen, an der Mauer, auch war dieser Standpunkt, wo auch der Regen gestanden hat, und dann sind wir zum Reichstag rübergegangen. Das war noch sehr eindrucksvoll für ihn, war überhaupt eindrucksvoll.